Dieser Blüthnerflügel stand lange Zeit in einem nicht bewohnten und beheizten Haus und war hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Nach mehreren Wochen im normalen Raumklima zeigten sich zunehmend Risse, die sich immer weiter vergrößerten. In diesem Video kommen nun meine selbstgebauten Vakuum-Spannblöcke zum Einsatz. Wie ich diese hergestellt habe, ist in einem früheren Video genau dokumentiert. Nach Trocknung des Resonanzbodens auf ca. 6% Holzfeuchte werden sämtliche Risse ausgefräst. Dazu wird eine gute Führung des Druckluftfräsmotors benötigt, die sich sehr schnell und präzise fixieren lässt. Keilförmig geschnittene Fichtenspäne werden eingepasst und mit Fischleim verleimt. Wenn der Leim abgebunden hat, werden die Überstände bündig gehobelt, die Aliquo-Agraffen ausgedreht und nach dem Anschleifen der Resonanzboden grundiert und lackiert. Dann wird die Gussplatte wieder eingebaut, der Stegdruck kontrolliert und mit der Neubeseitung begonnen. Da das Instrument sehr feucht stand, musste es sich zunächst über einige Wochen in normalem Raumklima akklimatisieren. Nachdem der Resonanzboden anschließend weiter auf 6% heruntergetrocknet wurde, kann mit dem Ausspähen der Risse begonnen werden. Mehrere Vakuumblöcke der benötigten Größe werden mit einer Führungsschiene und Schläuchen verbunden und sauber am Riss ausgerichtet. Wenn dann die Vakuumpumpe über die Fernbedienung eingeschaltet wird, ist die Führungsschiene sofort fixiert. Muss man mit dem Fräser bis dicht an den Steg heran, benötigt man die höheren Blöcke, damit das Gehäuse des Fräsmotors nicht durch den Steg behindert wird. Durch die Möglichkeit, Blöcke unterschiedlicher Dimensionen zu verbinden, ist man sehr flexibel und die meisten Risse lassen sich ausfräsen. Nach dem Ausschalten der Vakuumpumpe kann die Führungsschiene entfernt und neu platziert werden. Von ganz entscheidender Bedeutung für eine saubere und akkurate Fräsung ist es, nicht zu viel Material in einem Fräsdurchgang wegzunehmen, sondern in mehreren Fräsungen auf die erforderliche Tiefe zu fräsen. Dazu habe ich einen kleinen Keil einseitig mit Schleifpapier beklebt und stütze damit den Führungsblock des Fräsmotors auf der Führungsschiene ab. Will man nun tiefer fräsen, zieht man den Keil einfach ein Stück heraus, das Schleifpapier verhindert das Abrutschen des Führungsblockes. Nach und nach wird auf die erforderliche Tiefe gefräst. Im letzten Durchgang wird der Keil ganz herausgezogen. Die Pumpe wird wieder ausgeschaltet und der Führungsblock entfernt. In einigen Fällen ist es erforderlich, die Auflageflächen der Vakuumblöcke zum Beispiel an Rissen abzukleben, damit ein Vakuum erzeugt werden kann. Die Fräsung wird mit Fischleim eingestrichen und dann der zuvor angepasste Fichtenspan eingeleimt. Die meisten Risse können durch die unterschiedlich langen und hohen Blöcke mit dem Fräser erreicht werden.
Die Führungsschienen aus Kunststoff habe ich auf unterschiedliche Längen zugeschnitten. Man könnte zwar die Führungsschiene direkt mit doppelseitigem Klebeband auf dem Resonanzboden befestigen, also ohne die Vakuumspannblöcke. Das habe ich kurze Zeit auch so praktiziert, wurde mir aber sehr schnell zu umständlich. Einmal festgeklebt, kann man die Schiene nicht mehr justieren und genau das ist oft notwendig, um den Riss auf voller Länge möglichst mittig mit dem Fräser zu treffen. Außerdem beschädigt man beim Wiederabziehen des Klebestreifens sehr oft die Lackoberfläche des Resonanzbodens. Das wäre zwar kein Problem, wenn der Lack ohnehin komplett entfernt wird. Oft ist das aber gar nicht notwendig und es reicht, die eingeleimten Späne zu grundieren, den Boden fein anzuschleifen und mit einem verträglichen Lack, meist auf Spiritusbasis, zu lackieren. Die Blöcke nehmen auch nur so viel Platz in Anspruch, wie ohnehin vom Führungsblock des Fräsmotors benötigt wird. Daher ist es hinsichtlich des Platzbedarfs auch kein Nachteil, diese Blöcke als Fixierungshilfe zu verwenden. Von ganz entscheidender Bedeutung für eine saubere Fräsung ist eine möglichst geringe Reibung des Führungsblockes, damit dieser ohne großen Kraftaufwand verschoben werden kann. Die glatte Seite einer Siebdruckplatte eignet sich daher hervorragend. Für den Betrieb des Druckluftfräsmotors wird ein Kompressor mit einer hohen Füllleistung benötigt, da der Luftverbrauch recht hoch ist. Vor allem bei längerem Betrieb kommt ein zu leistungsschwaches Gerät schnell an seine Grenzen. Die Fräsung wird getestet, der Keil passt perfekt. Wird der Holzdübel herausgezogen, lässt die Spannwirkung augenblicklich nach und die Vorrichtung kann entfernt werden. Hier muss nun wieder der Riss abgeklebt werden, damit der Vakuumblock sich am Untergrund festsaugen kann. Es gibt auch sehr leistungsfähige Vakuumpumpen, die zum Beispiel im CNC-Bereich eingesetzt werden. Die haben dann so viel Leistung, dass man sich das Abkleben sparen kann. Der Zeitaufwand ist jedoch überschaubar und bei diesem Flügel musste ich es genau zweimal machen. Nach Abschluss der Fräsung kippe ich den Fräser einfach vorsichtig nach oben weg. Die eingeleimten Fichtenspäne werden in die Fräsung geklopft und der überschüssige Leim mit einem feuchten Tuch entfernt. Die Überstände werden mit Stechbeitel und Hobel bündig zur Resonanzbodenoberfläche gearbeitet. Thank you.
An beengten Stellen arbeite ich mit meinem kleinsten Hobel. Sämtliche Risse wurden ausgespäht. Nun werden die Aliquo-Agraffen mit dem Akkuschrauber ausgedreht, da diese mit anderen Messingteilen auf Hochglanz poliert werden sollen. Als Ausdrehwerkzeug dient ein mit einem Schlitz versehener kurzer Messingrundstab. Beim Wiedereinbau ist unbedingt darauf zu achten, dass die Agraffen in die richtige Position eingedreht werden. Die Seiten werden durch diese Agraffen leicht geschränkt und diese Schränkung muss natürlich richtig herum erfolgen. Hier kann man sehr schön sehen, in welchem tadellosen Zustand sich der Diskantsteg nach vielen Jahrzehnten befindet. Die Wechsel der Seitenstärken werden oft auf den Steg geschrieben, wie man das hier sehen kann. Der Resonanzboden wird fein angeschliffen, die rohen Fichtenspäne mehrmals grundiert und dann der Boden mit einem Resonanzbodenlack auf Spiritusbasis lackiert. Die Gussplatte wurde auf Kundenwunsch nur gereinigt und kleinere Schäden retuschiert. Diese wird nun wieder in das Instrument eingebaut. Wichtig ist, dass diese möglichst plan aufliegt. Manchmal müssen die Stützschrauben etwas heruntergedreht werden. Kippelt die Platte zu stark und wird dann mit Schrauben festgeschraubt, entstehen große Spannungen im Grauguss. Kommt dann die Seitenspannung beim Hochstimmen hinzu, kann es schlimmstenfalls zum Plattenbruch kommen. Die Stegüberhöhung wird mit einem Faden an mehreren Stellen gemessen und kontrolliert. Diese ist notwendig, damit der Resonanzboden durch den Seitendruck in Spannung versetzt wird und damit wesentlich voller und schöner klingt. Wird der Stegdruck allerdings zu groß, verschlechtert sich die Resonanz wieder. Im nächsten Teil dieser Videoserie werden sämtliche Messingteile auf Hochglanz poliert, Plattenschrauben schwarz lackiert und mit der Neubeseitung begonnen. Neu angefertigte Bassseiten werden aufgezogen und dann das Instrument mehrmals auf Kammerton hochgezogen. Die vergilbten Elfenbeinbelege werden fein geschliffen und auf Hochglanz poliert. Außerdem werden die Röllchen und die Hammerköpfe erneuert. Hier kommt erstmals meine neue Multi-Einleimvorrichtung zum Einsatz, mit deren Hilfe man sämtliche Hammerköpfe komplett in einem Durchgang einleimen kann. Dazu habe ich die bereits vorgestellte Regulierungsvorrichtung umgebaut und mit einigen Stützen und Schienen erweitert. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen rauf und ein Abo freuen.